Geburtsreflex, Geburtsreflex, ich war perplex, dass Geburt auch so geil sein kann. Hallo ihr Lieben, hier ist Luise von geburtsreflex.de und das wird mein erstes Video und ich bin schon total aufgeregt. Und freue mich total, euch heute was über das Stillen zu erzählen und wie das mit unserem Thema oder meinem Herzensthema Geburt zusammenhängt. Denn es gibt da enorme Zusammenhänge, die in unserer Gesellschaft aber, ich vermute, nicht wirklich gesehen werden. Und das kann nicht so weitergehen. Ich möchte nicht, dass das übersehen wird und dementsprechend mache ich jetzt hier dieses Video. Und zwar inspiriert hat mich dazu eine meiner lieben Freundinnen, die Julia von Mütterlich, die in ihrem Instagram-Feed heute ein Thema geteilt hat zum Thema Stillen, dass ganz viele Frauen Druck gemacht wird, unbedingt stillen zu müssen und vor allen Dingen gerade dann noch, wenn sie Herausforderungen dabei haben zu stillen, dass ihnen da auch noch zusätzlich ein schlechtes Gewissen gemacht wird, wenn sie das dann, obwohl sie halt auch vor allen Dingen wollen, stillen wollen, das nicht können und dann noch zusätzlich Druck von der Gesellschaft kommt, dass sie das doch bitte umsetzen sollen. Und ich finde das einfach, das nicht nur kontraproduktiv, sondern ich finde, das ist eine höchst schizophrene Art und Weise, mit unseren Müttern, mit unseren Frauen umzugehen. Und das, wenn ich das mir anschaue, dann kriege ich richtig Nackenhaare, stellen sich auf bei mir. Und ich wäre wütend, ich wäre richtig wütend, weil wir in einer Gesellschaft leben, die zum einen diesen hohen Druck auf die Mütter aufbaut, dass sie doch bitte stillen sollen. Und zum anderen aber für bei Geburten, während der Geburt, zum überwiegenden Teil dafür sorgt, dass Stillen danach quasi fast unmöglich ist. Also ich bewundere jede Frau, die es schafft, diese umfangreichen Störungen während der Geburt durch so ein enormes Engagement beim Stillen danach zu überwinden. Und um nochmal das in der Klarheit zu sagen, wir sorgen dafür, wir in unserer Gesellschaft, mit einer, mit eben sehr, sehr vielen Störungen auf einer Körperebene, dass eben das automatische Stillprogramm während der Geburt abgeschalten wird oder eben kaum ermöglicht wird. Das bedeutet, für das Stillen ist auf einer biochemischen Ebene es super wichtig, dass Oxytocin, das Liebeshormon, ausgeschüttet wird. Und das ist aber auch, wird auch das schüchterne Hormon genannt. Wenn nämlich Ängste in der Gebärenden aufkommen oder sie von außen mit Gefahren bedroht wird. Und das kann auf einer ganz subtilen körperlichen Ebene sein, dass sie sich erschreckt und erhöht Adrenalin ausgestoßen wird. Dann führt es dazu, dass das Oxytocin-Level quasi nach unten gedrückt wird. Und gerade das Oxytocin-Level ist so, so wichtig während der Geburt und vor allen Dingen in der Geburtsphase auch, nach der Geburt, also in den 48 Stunden nach der Geburt, passiert auch noch so, so viel zwischen Mutter und Kind, was die, das Bonding angeht, was das Stillen in Gang bringen angeht, auch während, nachdem das Kind geboren wird, wird ja auch noch die Plazenta geboren. Auch dieser Prozess erfordert ein extrem hohes Oxytocin-Level. Was aber nicht möglich ist, wenn zu viel Adrenalin im Geburtsprozess vorher bereits ausgeschüttet wurde bei der Gebärenden. Und das hat unsere Gesellschaft überhaupt nicht auf den Blick, dass das dazu führt, dass auf einer biochemischen Ebene das fast unmöglich wird, zu stillen.
Und das ist so traurig. Und ich finde, das muss raus an alle Frauen, an alle Geburtshelfer, weil das wird kaum gelehrt, dieses Wissen zur physiologischen Geburt, dass wir versuchen sollten, die Frau während der Geburt so wenig wie möglich zu stören, eine Rückzugsmöglichkeit zu bieten. Alle diese Faktoren, die ich auch schon in einem anderen Video beleuchtet habe zum Thema Geburtsreflex und was das ist, die müssen auch nach der Geburt noch wirken können. Und wie wichtig das ist, kann man eigentlich auch an meiner eigenen Story sehen. Das ist auch der Grund, warum ich auch so wütend bin, weil ich auf meine Geburtshelfer auch vertraut habe. Ich habe darauf vertraut, dass die wissen, dass meine Hormone während und nach der Geburt schützenswert sind. Und ich hatte vor, im Geburtshaus zu gebären. Es wurde dann wegen der Schnelligkeit der Geburt eine ungeplante Alleingeburt zu Hause, während die Hebamme mit meinem Freund am Telefon war. Und da waren mehrere solche Momente, wo ich bezweifeln muss, dass die Hebamme Bescheid wusste, obwohl sie bereits in einem Geburtshaus arbeitet, also schon mal quasi auf einem sehr physiologischen Level über Geburt Bescheid weiß, trotzdem von sich aus ja, Hinderungen hatte, dass bei mir dieser Reflex, was der Milchspendereflex ist, ausgelöst wurde. Also im Geburtsprozess, ja, es ist einfach so viel Wissen. Boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich muss echt so ausholen. Und zwar, wir haben nicht nur den Geburtsreflex, also den Fötusausscheidereflex, ganz toller Begriff, deswegen heißt es Geburtsreflex bei mir, der dafür sorgt, dass das Kind ohne aktives Pressen oder von außen Eingriffe, wie zum Beispiel Kristallerhandgriffe, also Drücken auf den Bauch von oben, während der Geburt oder Sauglocke oder sonstige äußerliche Hilfen auf die Welt kommen kann. Also dass das Kind von selbst, von der Gebärmutter und den unheimlich starken Gebärmutterkontraktionen, die so einen Geburtsreflex auslösen, von selbst aus dem Körper geboren wird und die Frau braucht eigentlich nur loslassen. Eigentlich nur, kommen wir mal an einer anderen Stelle dazu, was dazu nötig ist. Dieser Geburtsreflex, das ist wie so eine Kettenreflexreaktion. Das führt auch dazu, dass die Plazenta ausgeschieden wird, also Plazenta-Ausscheidereflex, dass die Wunde, wo sich die Plazenta ablöst in der Gebärmutter, wieder sich verschließt und dementsprechend die Wunde schnell gestoppt wird, sodass es eben auch zu erheblich weniger Blutungen kommt, wenn der Geburtsreflex ausgelöst wird. Also wieder ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor für die Gebärende während der Geburt. Und es hat auch die Konsequenz, dass der Milchausscheidereflex, der Milchspendereflex ausgelöst wird. Eben durch dieses extrem hohe Level an Oxytocin, was dann wieder in Konjunktion mit anderen Hormonen, wie zum Beispiel dem Prolaktin, dafür sorgt, dass eben die Milch in die Drüsen einschießen kann. Und wenn wir den Geburtsreflex behindern, dann behindern wir automatisch den Plazenta-Ausscheidereflex. Dann tun wir automatisch auch den Milchspendereflex behindern. Und bei mir war es so, ich habe zwar den Geburtsreflex erlebt, ich habe auch den Plazenta-Ausscheidereflex erlebt, aber der Milchspendereflex ist zumindest meine Vermutung von dem, was ich jetzt an Wissen angesammelt habe, wurde jäh unterbrochen in dem Moment, als 20 Minuten nach der Geburt meine Hebammen bei mir zu Hause eingetroffen sind und dann mich erstmal befragt haben. Oh Mensch, Luise, wir haben heute gar nicht mit dir gerechnet und Mensch, krass, dass du jetzt hier geboren hast. Habt ihr alles alleine gemacht? Ja, erzähl mal, wann war denn was? Also wann die Fruchtblase geplatzt und so weiter. Das haben wir alles da erörtert, während sie dann noch das Licht angemacht haben, dann während sie die kalte Luft von draußen mit reingebracht haben, war November. Die an allgemeine Aufregung über ihre Nervensysteme an mich übertragen haben und das wiederum bei mir zu extrem viel Adrenalinausschüttung gesorgt hat. Und was bei mir auch relevant war, noch zu erwähnen, finde ich,
das Nähen. Also ich bin an einer Labie ein bisschen gerissen. Und ich würde nie, nie wieder das nähen lassen. Schon alleine wegen dem Effekt auf meinem Körper, dass dieser Schmerz und das damit verbundene Adrenalin dafür gesorgt hat, dass ich eben gestresst war, dass mein Körper so gestresst war, dass er eben dieses hohe Oxytocin-Level und Hormon-Level quasi an der einen Stelle eingebrochen ist. Und das vermutlich dafür gesorgt hat, dass das Stillen auf einer hormonellen, biologischen, biochemischen Ebene schon gestört war. Und da kann ich ja noch quasi froh sein, dass ich eben schon nur so eine geringe Störung während der Geburt erlebt habe. Und dementsprechend möchte ich da einfach auch nochmal das Bewusstsein dafür schärfen, was das bedeutet, wenn wir unsere Frauen unter der Geburt stören. Dass es eben massive Auswirkungen auf den Milchausscheidereflex hat. Und dass wir uns gar nicht wundern brauchen, wenn so wenige Frauen mit dem Stillen zwar beginnen, oder so viele Frauen zwar mit dem Stillen beginnen, über 70% seien es wohl, beginnen mit dem Stillen, aber nach kürzester Zeit geben die auf, weil einfach die ganz viele Stillprobleme halt dadurch, durch diese verminderte Hormonunterstützung vorhanden sind. Das bedeutet, vielleicht muss das Baby stärker saugen, damit überhaupt der Reflex ausgelöst wird. Oder bei mir war es so, dass man halt so eine Geburtsstörung, die in der sensiblen Phase, in der ersten Stunde, in den ersten Stunden nach der Geburt passiert, an einer krassen Reaktion der Brüste erkennen kann, in wenige Tage nach der Geburt. Also ich habe mich ja darauf gefreut, hey, Milcheinschuss, sieht bestimmt super aus. Und was hatte ich? Ich muss mal hier so ein bisschen nachmachen. Ich hatte ungefähr solche Brüste. Die waren so aufgepumpt, so riesig, dass ich dachte, oh ja, das ist der Milcheinschuss. Aber leider ist das überhaupt nicht so. Das hat mit Milcheinschuss gar nichts zu tun. Das war das Merkmal, dass ich während der Geburt gestört worden bin. Nämlich, ich habe da eine initiale Brustdrüsenschwellung bekommen. So nennt man das im Fachjargon. Und nicht nur, dass die Hebammen das nicht gesehen haben, während sie mich im Wochenbett besucht haben. Als auch, dass ich nicht erkannt habe, dass es das ist. Ich habe mich darüber gefreut, anstatt mich darüber zu ärgern und zu sagen, scheiße, shit, bei meiner Geburt, das hat mich offensichtlich so gestört. Mist, das wird jetzt Auswirkungen auf mein Stillen haben. Und dadurch, dass die Brüste so aufgeplustert sind, schafft das Kind es nicht, die Brustwarze zu greifen und da richtig so anzudocken. Sondern rutscht immer ab und das führt wieder dazu, dass eben die Brüste noch weiter anschwellen, beziehungsweise dass die Brustwarzen wund werden und so weiter und so weiter. Und das ist ein Teufelskreis, der da ausgelöst wird eigentlich. Und der Professor Dr. Abudaken aus, ich glaube, der ist an der Charité in Berlin, Chefarzt in der Gynäkologie. Und der hat ein ganz wunderbares Video dazu gemacht, zu den ganzen Stillthemen auf YouTube zu finden, wo das erklärt wird, wo da nicht nur erklärt wird, dass es das gibt und dass es ein Anzeichen dafür ist, dass die Geburt gestört wurde. Also ein im Nachhinein gutes Messkriterium, wie erfolgreich die Geburtshelfer, die Frau begleitet haben eigentlich, nämlich geschützt haben und nicht gestört haben während der Geburt, was man direkt ablesen kann an der Frau, was aber eigentlich, ich glaube, er erwähnt es auch in dem Video, dass das nicht erfasst wird, zumindest nicht strukturiert erfasst wird, dass Frauen diese initiale Brustdrüsenschwellung entwickeln. Und was ich total krass finde, es gibt eine Lösung dafür. Es hätte für mich eine Lösung gegeben. Ich hätte nicht 3 Monate lang Stillprobleme haben müssen und kämpfen müssen und Schmerzen erleiden müssen, die einfach echt scheiße waren. Ihr merkt, dass ich richtig traurig bin und das ist einfach, ich auch wütend bin darüber, dass
unser System so ist, dass es diese Informationen nicht bereitstellt, dass es die nicht gibt. Und deswegen bin ich da und bin als Mutter, als Geburtsberaterin für euch da, um euch diese Informationen zugänglich zu machen. Weil ich es so wichtig finde, dass ihr wisst, dass es Handlungsmöglichkeiten gibt vor der Geburt, während der Geburt und auch nach der Geburt. Wenn tatsächlich sowas auftritt, dann gibt es eine Möglichkeit, quasi diese Lymphe, die da eigentlich angeschwollen ist, abzulassen und der Brust ist quasi die Erholung wieder zu gönnen und dem Kind das zu ermöglichen, dass es eben die Brust greifen kann. Ohne dass dann monatelang wunde Brustwarzen ihr damit leben müsst. Genau, ich merke schon, ich bin total aufgeregt, wenn ich darüber spreche, weil ich es einfach ein Frauenrechtsthema finde. Ich finde es ein Kinderrechtsthema, dass wir in unserer Gesellschaft dafür sorgen, durch die Struktur, die wir haben, dadurch, dass eben Geburten überwiegend in der Klinik stattfinden, die mit einem störenden Setting einhergehen. Ich möchte euch das auch nochmal ganz klar bewusst machen, was das bedeutet. Ne? Wenn ihr in die Klinik fahrt, dann ist das die erste massive Geburtsstörung, die ihr da vornehmt. Und das möchte ich einfach nochmal ganz klar machen, dass ihr damit konstruktiv umgehen könnt, dass ihr euch darauf einstellen könnt, wenn ihr diese Störung vornehmt, weil ihr eben euch dafür entschieden habt, in die Klinik zu gehen. Das will ich ja nicht abstreiten. Es gibt Gründe dafür, in die Klinik zu gehen. Und dass ihr euch eben bewusst macht, dass ihr da gerade einen Eingriff in den Geburtsprozess vornehmt und dass ihr dann im Nachhinein beobachtet, hat das jetzt was mit der Geburt gemacht? Hat es die Wehen schwächer gemacht? Führt es vielleicht sogar zu einem Geburtsstillstand, je nach Phase? Kann das dazu führen, dass eben die Wehen wieder stark abflachen? Und wenn man dann in die Klinik fährt, dann kann es sein, dass das Klinikpersonal, je nachdem wie es ausgebildet ist, beziehungsweise sich selbst fortbildet, entsprechend entweder nur medizinisch-technische Möglichkeiten findet, um in den Geburtsprozess einzugreifen, um dann wieder die Venen in Gang zu bringen, indem man zum Beispiel Venentropf dranhängt. Aber das wieder eine so krasse Intervention ist, da Hormone von außen oder Hormonersatzstoffe von außen einzuführen in den Körper, die nie wirklich individuell dosiert werden können, ja, weil das von so vielen Faktoren abhängt, dass ich einfach nur Bewusstsein dafür schaffen möchte, welche Prozesse in uns drin eigentlich von der Natur aus angelegt sind, welche wundervollen Prozesse uns die Natur gegeben hat, dass die Geburt ein wundervolles, ein bestärkendes, ein friedliches Ereignis sein kann, wenn wir eben in Einklang mit unserer Natur gebären. Und das war quasi heute der erste Faktor, den ich finde, der super, super, super wichtig ist, um zu erkennen, dass es gar nicht daran liegt, die Frauen zu überzeugen, zu stillen. Dass es einfach der falsche Ort ist. Der völlig falsche Ort. Auf den Frauen rumzuhacken, die eigentlich quasi nur die Leidtragende eines Systems sind, in dem Stillen nicht gefördert wird. Auf allen Ebenen, die wir zur Verfügung haben. Und vor allen Dingen auf der Ebene, dass unser eigener Körper einfach ein wunderbares Feuerwerk an Hormonen zur Verfügung stellt, um den Geburtsprozess und den Stillprozess zu erleichtern. Komplikationsarm zu gestalten und schmerzarm zu gestalten. Und daraus sollten wir uns einfach zurückbesinnen. Und das war mein erster Post zu dem Thema. Das ist schon voll lang geworden. Sorry, ich bin nicht so gut in mich kurz fassen. Ich hoffe, jetzt verzeiht mir. Und seid gespannt auf die anderen Themen, die ich jetzt auch noch dazu demnächst posten werde. Ciao!